Hallo, herzlich willkommen heute zu einer pränatalen Yogastunde. Am besten geeignet für das zweite Trimester. Aber auch wenn ihr schon im dritten seid und euch sicher fühlt, könnt ihr zum Beispiel mit dem Stuhl ein bisschen mitmachen und schauen, wie es euch behagt. Ich habe außerdem heute ein Kissen dabei für die Praxis und das packe ich auch direkt auf den Stuhl und eine Decke. Nur zur Info, ihr könnt die Stunde auch auf dem Stuhl sitzend beginnen. Das geht sowieso immer. Ihr könnt eine Pause machen. Wenn ihr euch wohlfühlt auf der Matte, beginnt ihr auf der Matte. Gut, dann macht es euch bequem. Schaut, dass ihr ein bisschen Platz habt mit den Armen zur Seite, also den Stuhl gegebenenfalls wegschieben. Ihr könnt das natürlich auch alles ohne Stuhl machen. Und wir beginnen im Sitzen, ziehen die Arme für einen Moment nach oben, machen uns erstmal ganz lang, bringen die Hände dann vom Herzen zusammen, schließen für einen Moment die Augen. Und erlauben uns hier anzukommen. Das heißt, wir ziehen die Aufmerksamkeit so ein bisschen von diesen ganzen Dingen, die uns den Tag über beschäftigen, von den Veränderungen, die vielleicht gerade stattfinden, auch innerlich, zum Atem, zu diesem einen Rhythmus, der uns trägt, der uns stabil hält, der uns auch Stärke gibt. Und vielleicht gibt es die Möglichkeit, diese Stunde ganz uns zu widmen, diese kurze Zeit, die wir zusammen haben, nur uns selbst und unserem Wohlbefinden zu widmen. Dann beginnen wir den Atem langsam zu vertiefen, nehmen ein paar tiefere Atemzüge in Richtung der Körpermitte, öffnen die Augen, ziehen einatmen die Arme über die Seiten nach oben und ausatmen twisten wir nach links auf. Wir öffnen in den offenen Twist, das ist in Ordnung. Hier einatmen, heben, ausatmen, öffnen nach rechts. Gehen so ein paar Mal Seite zu Seite dynamisch mit dem Atem. Geht in eurem Atemfluss nach oben mit der Einatmung, in die Öffnung mit der Ausatmung. Sehr schön. Und dann das nächste Mal, wenn ihr auf einer Seite seid, haltet ihr hier nach ungefähr dreimal auf jeder Seite. Vielleicht fangt ihr an mit der linken Seite. Verankert euch nochmal fest im Sitz und richtet vielleicht den Blick hinter euch. Atmet aus. Ein mit der Hebung der Arme ausatmen, nach rechts. Haltet hier nochmal einen Moment inne. Dreht vielleicht den Kopf noch nach hinten. Gut, und dann kommt zurück zur Mitte. Und wir strecken die Beine direkt nach vorne aus. Wir kommen in den weiten Sitz. Knie dürfen noch kurz gebeugt bleiben. Wir kommen hier erstmal an und es geht natürlich auch auf dem Stuhl. Ihr könnt so ein bisschen Seite zu Seite wackeln. Ihr beginnt so ein bisschen Bewegung auch in den Oberkörper zu bringen, so eine kleine Zickzack-Bewegung erstmal auszuloten. Wo bin ich eigentlich heute? Wie fühle ich mich? Vielleicht schwingen die Arme irgendwann mit und vielleicht nach vorne. Dann können wir noch die Zehen rollen in eine Richtung, in eine andere Richtung. Bisschen Bewegung in die Gelenke bringen und streckt die Beine dann anschließend ganz aus und bringt die Hände jetzt hinter den Kopf. Wir bleiben noch so ein bisschen bei der Aufwärmphase. Wir öffnen uns jetzt nach rechts und kommen dieses Mal in eine Seitbeuge Richtung Knie und dann weg vom Knie. Richtung Knie und weg vom Knie. Versucht die Beine dabei stabil zu halten. Die Zehen ziehen zu euch ran. Ganz aktiv die Kniescheiben nach oben ziehen. Kommt langsam wieder zur Mitte, lehnt euch leicht zurück, ausatmen, rollt nach vorne ab. Einatmen, öffnen. Ausatmen, weich nach vorne rollen, die Hände sind maximal, zusätzliches Gewicht auf dem Kopf. Nochmal nach vorne rollen und öffnen. Gut, und dann dreht euch zur anderen Seite. Und dieses Mal geht der rechte Ellbogen zum rechten Knie und dann diagonal nach hinten. Also ihr bleibt sozusagen auf der gleichen Ebene in der Bewegung. Zum Knie und weg vom Knie. Genau. Einatmen zur Mitte, ausatmen in die Seitbeuge. Super. Nach ungefähr dreimal, das ist gar nicht ohne, ich weiß, lehnt ihr euch ein Stück zurück und ausatmend rollt ihr wieder weich nach vorne ab. Einatmen in die Öffnung, die Ellbogen gehen weit und ausatmen nach vorne entspannt. Sehr schön, nochmal öffnen. Und nach vorne abrollen. Genau. Und dann kommt ihr nochmal nach oben, nehmt die Ellbogen nochmal ganz weit und löst die Hände anschließend, setzt sie hinter euch auf. Legt euch mal so von links nach rechts und von rechts nach links. Entspannt hier nochmal die Schultern ganz bewusst.
wackelt vielleicht nochmal mit den Zehen. Gut, und dann kommt zurück in den Schneidersitz und von hier aus rollt ihr euch in alle Viere. Ihr kommt also jetzt auf die Knie und könnt dafür gerne die Decke nehmen, wenn ihr möchtet, als kleine Stütze. Und wir kommen an in einer kleinen Katze-Kuh-Bewegung. Wir bewegen die Wirbelsäule nochmal jetzt vollständig. Mit der Ausatmung runden wir nach hinten und mit der Einatmung öffnen wir nach vorne. Die Schulterblätter ziehen zusammen. Und mit der Ausatmung zieht der Bauch leicht nach innen und wir runden weg von der Matte. Macht das eure Bewegung. Ihr dürft alles mit reinnehmen, was euch gut tut. Es muss keine perfekte, gerade, lineare Bewegung sein. Und dann beginnen wir mit dem linken Arm zu kreisen. Der linke Arm kreist 5-mal über vorne in einem ganz großen Kreis nach hinten, sodass ihr richtig merkt, wie die Schulter mitgeht und Mobilisierung stattfindet hier. So ungefähr 5-mal und bei der 5. Runde lasst ihr den Arm oben und dreht euch hier auf. Gebt euch ganz viel Platz. Atmet tief und langsam zieht ihr den Arm jetzt von hier wieder zurück und schließlich landet der Arm auf der Matte. Super. Streckt das linke Bein lang hinter euch aus. Wir bleiben auf der linken Seite. Ihr könnt das Bein auch auf der Matte lassen, aber wenn ihr es erhoben habt, dreht die Zehen ein paar Mal aus und ein. Öffnet hier das Hüftgelenk nach links. Ihr könnt auch in die Richtung schauen, wenn ihr möchtet. Hier geht es wieder darum, das Gelenk so ein bisschen zu mobilisieren, ein bisschen Bewegung reinzubringen, auch in die Faszien, die das Gelenk umfassen, die Muskeln umfassen. Gut, und dann von hier aus setzt das Knie wieder ab und für einen Moment lang kommen wir auf die Ellbogen. Ihr könnt also die Ellbogen auf die Matte bringen, den Kopf mit den Händen halten und wir gehen in so eine kleine Dehnung hier für die Armbeugeregion und auch für die Rippen, die oberen. Wir ziehen uns leicht nach hinten, das Gesäß bleibt ungefähr über den Knien. Ihr könnt die Knie gerne so weit nehmen, wie es für euch funktioniert. Kleine Bewegung ist manchmal auch ganz schön. Variation von Puppy Pose. Sehr gut. Und dann kommt wieder auf die Hände. Und falls ihr den Stuhl gerne benutzen möchtet, könnt ihr euch jetzt am Stuhl festhalten und mit dem linken Knie nach vorne, mit dem linken Fuß nach vorne treten. Und gebt euch richtig Platz, bevor ihr die Hüfte sinken lasst. Bringt das Knie leicht nach außen, den Fuß links leicht nach außen am Stuhl. Könnt ihr natürlich auch ohne machen. Klettert dann auf das Knie mit dem linken Arm. Und dann vielleicht hinter den Rücken, wenn ihr euch jetzt nach links öffnet. Das Knie kann leicht zur Seite fallen. Und dann finde ich eine sehr angenehme Bewegung, so eine kleine Beugung und Streckung hier reinzubringen. Ihr lehnt euch also nach vorne, während ihr das Bein nach hinten streckt. Dann sinkt ihr wieder in den Hüftbeuger mit der Einatmung. Macht ihr so 3-4 Mal. Und am Ende dieser Bewegung könnt ihr vielleicht noch den rechten Fuß anheben. Dann kriegt ihr noch einen Stretch im vorderen Oberschenkel. Aber vielleicht ist das auch zu viel heute. Und dann bleibt ihr, wo ihr seid. Gut, und dann drehen wir einmal den Fuß nach innen. Also kommt ihr jetzt seitlich, dreht euch nach rechts mit dem Oberkörper. Der linke Fuß zeigt nach vorne und wir lehnen uns jetzt rüber in die Side Angle Pose und kreisen so ein paar Mal mit dem rechten Arm. Auch hier wieder richtig viel Platz schaffen in der Bewegung. Super. Gut, und dann könnt ihr vielleicht halten für einen Moment und den Arm nochmal über den Kopf ziehen. Lehnt euch jetzt rüber, verankert euch durch das rechte Knie, zieht die rechten Fingerspitzen nach links, atmet aus, kommt zurück, Mini-Krieger 2. Und dann lehnt euch rüber nach rechts und streckt den Arm ganz weit nach oben. Ja, also ihr seht schon, es geht darum, euch wirklich groß zu machen, wirklich weit zu machen hier heute überall. Und dann tretet zurück, vorsichtig mit dem Stuhl oder ohne, kommt wieder in alle Viere und wir kommen nochmal mit den Ellbogen auf die Matte. Und wenn ihr die Ellbogen auf der Matte habt, greift euch wieder den Kopf und jede Bewegung ist hier herzlich willkommen. Ihr könnt die Knie wieder weiternehmen, vielleicht vor zurück bewegen, vielleicht einfach nur so ein Stück nach hinten lehnen und halten. Er wird wieder ganz weit in der Vorderseite. Der Atem fließt weich. Super, und dann entlastet den Kopf wieder, vielleicht lasst den kurz mal hängen, kommt wieder auf alle Viere und wir gehen zur anderen Seite von hier aus. Wir kreisen jetzt mit dem rechten Arm, ein paar Mal großer Kreis mit rechts. Gleiches Prinzip, ungefähr 5-mal in diese große Öffnung, sollte sich sehr schön anfühlen, auch in der Flanke. Ganzer Körper geht mit, soll auch so und dann irgendwann bleibt der rechte Arm oben, ihr bleibt in dieser
Drehung nach rechts, atmet hier tief ein, langsam den Arm nach hinten ziehen und dann auf der Matte absetzen. Kommt mit dem rechten Bein nach hinten, ihr könnt wieder die Zehen abstellen, wenn es zu viel ist, ansonsten schwebt in der Luft und öffnet und schließt die Hüfte ein paar Mal. Das heißt, ihr dreht die Zehen nach außen und nach innen und dadurch entsteht diese Bewegung automatisch. Super. Gut, dann setzt das Knie ab. Bringt die Hände nochmal auf die Matte. Ihr könnt entweder wieder auf die Ellbogen kommen oder ihr bleibt dieses Mal mit den Händen lang vor euch. Atmet hier aus. Spürt nochmal in die Matte und mit der nächsten Einatmung kommt nochmal nach oben. So, von hier aus haben wir jetzt den rechten Fuß noch nach vorne, kommen auf die andere Seite, nehmt das rechte Bein wieder leicht nach außen, gebt euch Platz, die rechte Hand geht an den hinteren Rücken, ihr öffnet euch auch hier wieder, richtig schöne Seitöffnung links und dann wieder für ein paar Mal in diese weiche Bewegung. Hüfte schiebt nach vorne und nach hinten. Sehr schön. Gut, lass das Gesäß weich nach vorne fallen. Haltet dann hier und vielleicht hebt ihr dieses Mal den linken Fuß an. Und spürt, wie der Quadrizeps hier weiter wird. Gut, dann gehen die Hände wieder zurück zur Matte. Kommt wieder ganz zurück auf die Hände. Und von hier aus gehen wir in unseren ersten Hund. Schiebt das Gesäß nach hinten oben. Das Ganze geht auch ohne. Ihr könnt auch einfach hier noch die Hände am Stuhl halten, wenn euch nicht nach Hund ist, nach Umkehrhaltung. Ansonsten bleiben wir hier nur für ein paar Momente und treten auf der Stelle, schieben uns richtig lang. Manchmal kann sich das sehr schön anfühlen, wenn man viel gesessen hat am Tag oder auch wenn man steht und schwere Beine hat, gerade im Moment. Und wandert mit den Händen zurück, beugt die Knie jetzt in der Vorbeuge, weiche Vorbeuge, schont euren unteren Rücken, ganz besonders jetzt. Und bringt vielleicht die Decke zur Seite, dass ihr Platz auf der Matte habt. Gut, ihr hängt ganz locker aus. Vielleicht schüttelt ihr nochmal den Kopf aus, wenn ihr möchtet. Alles ganz schwer und kommt dann mit einer Hand auf ein Knie, mit der anderen aufs andere. Rollt euch den halben Weg auf und dann dreht die Knie aus. Also so eine kleine Plié-Haltung. Eine wunderbare Geschichte, finde ich. Die meisten Leute finden es sehr angenehm während der Schwangerschaft. Wir drücken die Knie leicht nach außen mit der Einatmung und öffnen die Vorderseite. Dann strecken die Beine und ihr rundet. Einatmen, öffnen und ausatmen, rund werden. Macht ihr so dreimal und dann kommt ihr von hier aus vorsichtig zum Stehen. Rollt nochmal die Schulter nach hinten, gar keine Spannung hier im Schulterbereich halten. Alles ist ganz weich. Super, gut. Und dann kommt ein paar Schritte nach vorne auf der Matte. Vielleicht habt ihr hier den Stuhl, dann könnt ihr den zur Hilfe nehmen. Ihr könnt es auch ohne machen. Haltet euch da fest, wo ihr es gerne möchtet oder haltet euch gar nicht fest. Wenn ihr euch zutraut, ein bisschen Balance, auch fein. Ich zeige es euch mit dem Stuhl. Ihr könnt es auch mit den Fingerspitzen auf dem Boden tun. Das linke Bein geht nach hinten und wir stärken so ein bisschen unsere Rückseite. Die brauchen wir nämlich ganz besonders, wenn das Baby dann mal da ist. Rechtes Knie beugt leicht mit. Ganz weiche, vorsichtige Bewegung und zwar ohne viel Schwung. Ja, sondern wir benutzen die Kraft in der Rückseite, Po-Muskulatur, unterer Rücken muss arbeiten. Haltet dann mal hier, verlängert euch. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt noch den rechten Arm nach vorne strecken. Wie gesagt, der Stuhl ist eine wunderbare Hilfe, das Ganze geht aber auch so. Setzt den Fuß dann ab und jetzt kommt ihr nach oben. Streckt euch mal lang hier im Lunge, nehmt euch Platz. Hüfte zeigt nach vorne, Hände gehen vorm Herzen zusammen. Und dann schwimmt ein paar Mal nach vorne. Wir wollen auch hier wieder den Oberkörper ein bisschen in Bewegung bringen. Und das ist eine wunderschöne Bewegung, finde ich, um so ein Gefühl von Platz zu schaffen. Ich schaffe jetzt Platz für Neues, für alles, was kommt, was vielleicht auch neu für mich und ungewöhnlich ist. Ich erlaube dem, in mein Leben zu treten. Der Schritt wird größer, die Hüfte zeigt es nach vorne, die Beine strecken und wir lehnen uns ein Stück nach vorne. Mir ist ganz wichtig, dass ihr nicht zu tief kommt. Nur so weit, wie ihr eine leichte Spannung spürt, in der Außenseite rechts, hinterer Oberschenkel. Bleibt hier in der Dehnung, ganz aktiv in den Beinen. Und dann kommt wieder nach oben. Und wir drehen jetzt auf, wir gehen direkt in den Krieger 2. Linkes Bein gestreckt, rechtes gebeugt. Ihr könnt gerne auch den Bauch fassen, wenn ihr euch hier mit besser fühlt.
Einmal in den Reverse, das heißt, wir ziehen den linken Arm nach hinten und wir machen so eine kleine Variation. Wir drehen ein paar Mal auf und nach vorne. Wir versuchen mal so ein bisschen verschiedene Positionen hier aus. Einmal die Schulter nach innen, einmal nach außen drehen. Sehr schön. Ausatmen hier. Gut, dann kommt langsam wieder zurück, streckt die Beine. Die linke Hand kann auf das Kissen, auf den Stuhl und die rechte Hand und der linke Arm zeigt nach oben. Gut, und dann dreht die Füße ein, bringt die Füße parallel und zieht die Zehen dann wieder leicht nach außen, beugt die Knie und wir gehen einfach in so eine ganz weiche Bewegung, in der sich manchmal die Ellbogen kreuzen, manchmal die Hände schwingen. Ganz weich, so ein bisschen wie Unterwasserbewegungen. Ja, so ein kleiner Tanz, oft sehr entspannt hier. Die Arme schwingen und dann kommt langsam wieder zurück. Wieder zurück, nach vorne drehen, Stuhl oder ohne Stuhl nach vorne treten. Und wir gehen direkt zur anderen Seite. Das rechte Bein streckt, linkes gebeugt. Ein paar Mal Kick nach oben, Rückseite stärkt, Po-Muskulatur, Rückseite der Oberschenkel. Eine leichte Wippbewegung, aber ohne viel Schwung. Ihr wollt hier wirklich Kraft entstehen lassen. Und dann haltet ihr das nächste Mal in der Luft. Und dieses Mal zieht der linke Arm nach vorne. Und ihr macht euch ganz lang hier. Gut, und dann tretet ihr von hier aus zurück mit rechts. Kommt wieder zurück in euren Lunge. Hebt die Arme nach oben an. In die Lunge-Position und schwimmt ein paar Mal von hier aus nach vorne. Der ganze Körper geht mit in diese Schwimmbewegung. Ganz weich. Ihr Platz schaffen für das, was ihr für euch braucht, was ihr gerne möchtet, was ihr gerne einladen möchtet. Für jetzt. Gut. Von hier aus kommen wir wieder in die Streckung. Beide Beine strecken, die Hände gehen an die Hüften. Die Hüfte zeigt nach vorne. Und ihr beugt euch wieder nur so ein Stück nach vorne. Es geht hier überhaupt nicht darum, möglichst tief zu kommen. Das könnt ihr sowieso aus dem Vokabular streichen. Ihr kommt nur so ein Stück, dass ihr so ein kleines bisschen Länge spürt in der linken Außenseite vom Bein, im hinteren Oberschenkel. Ihr seht, meine Zehen sind angehoben. Ich habe hier ganz aktive Beine. Die Basis bleibt aktiv. Okay. Halte nochmal einen Atemzug hier. Ellbogen ziehen zurück. Kommt langsam wieder nach oben. Dreht euch wieder in den Krieger 2, linkes Knie beugt, rechtes ist lang, die Arme weit und ihr geht erstmal in den Reverse. Ihr haltet euch am rechten Oberschenkel fest, zieht den Arm ganz weit weg von euch und jetzt könnt ihr wieder die Diagonale ausprobieren. Mal nach rechts, mal nach links, in so eine kleine Drehung kommen, mal verschiedene Angelpunkte finden hier für die Öffnung. Und dann kommt zurück, findet vielleicht ein Dreieck auf dem Kissen, auf dem Stuhl oder ihr könnt natürlich die Hand aufs Bein nehmen und hier öffnen für Triangle Pose. Gut, es gibt so viele verschiedene Variationen. Ihr sucht euch die aus, die am besten passt. Wir kommen jetzt in den weiten Stand. Ihr bleibt, wo ihr seid. Ich zeige es euch nur von vorne. Beugt wieder die Knie und jetzt verschränken wir die Finger und ziehen eine liegende Acht mit den Ellbogen. Und auch hier möchte ich mir Platz schaffen. Die Idee, alles wegzuellbogen, was wir nicht brauchen. Das ist mein Raum, das ist meine Zeit. Ich kann mir nehmen, was ich brauche und alles andere wird nicht so relevant. Alles andere ist erstmal nicht so wichtig. Gut, verlängert nochmal nach oben, Handflächen zeigen Richtung Decke und dann fallt weich nach vorne, Füße parallel, Knie weich, atmet hier aus. Lasst euch kurz mal hier ganz weich hängen, spürt den Kontakt mit der Matte, mit dem Boden. Wenn ihr nicht so tief kommen wollt, dann könnt ihr auch auf den Knien euch abstützen. Dann klettert eine Hand nach der anderen wieder auf die Knie und kommt vorsichtig nach oben, dreht euch wieder zum vorderen Mattenende, Stuhl zur Hilfe, tretet nach vorne. Prima. Und von hier aus kommen wir nach unten, beugt euch in den Squat, haltet den Stuhl fest. Wir haben es geschafft. Für den Moment dehnen wir noch einmal kurz um den Schulter-Brustbereich. Ihr haltet euch an der Stuhllehne fest. Ganz gerader Rücken. Ein paar Atemzüge hier. Lasst ruhig die Rippen mal nach unten fallen, die Knie weit. Und auch hier bleiben wir für die Entspannung. Ich komme jetzt in den Schneidersitz. Ihr könnt genauso gut in einem weiten Sitz hier ankommen.
Oder auch die Beine weit nehmen in der Dreiecksposition. Hier ist jetzt das Kissen wunderbar. Ich lehne mich über den Stuhl. Wenn ihr keinen Stuhl habt, dann legt ihr euch entweder in die Seitenlage oder ihr kommt kurz in eine Vorbeuge im Sitzen. Wichtig ist mir, dass ihr hier loslasst. Ein paar Atemzüge nehmt, die Rückseite weit werden lasst. Und jetzt einfach alles abgebt, was ihr nicht mehr braucht. Lasst euch völlig passiv werden, erlaubt euch hier komplett loszulassen. Spürt das Gewicht des Körpers in die Matte sinken. Namaste.